Heute geht es darum, wie wir in Atom gemeinsam eine Datei bearbeiten können. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen an diesem Sonntag. Heute geht es darum, wie wir gemeinsam an derselben Datei, egal ob JavaScript, HTML, CSS, PHP, egal was, ihr könnt an derselben Datei arbeiten, gemeinsam, gleichzeitig, in Echtzeit. Und das Ganze ist richtig cool, richtig einfach und damit legen wir auch direkt los. Aber vorneweg, wenn ihr mit anderen euch austauschen wollt, Fragen zu Videos habt oder sowas, Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Klickt da einfach mal drauf, da werdet ihr auf einen Server geleitet, wo mittlerweile schon weit über 100 Leute drin sind. Dort könnt ihr euch einfach mit anderen kurz schließen, Fragen zu all diesen Videos, ähm, ja, mit anderen klären oder selbst Feedback zu euren Projekten holen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los mit gemeinschaftlichem Coden. Los geht's! So, und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es, wie gesagt, um ein Plugin für Atom. Das heißt, ein Plugin namens Teletype. Das ist sehr neu. Es ist aktuell auch noch in der Beta. Und der Link zu dieser Seite hier, zur Vorstellungsseite dieses Plugins, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, weil man, ja, man ist einfach zu faul, das Ganze abzutippen und deswegen muss man nur auf den Link klicken. Ist besser. Auf jeden Fall geht es darum, ein Plugin zu installieren und zu nutzen. Aber was kann dieses Plugin? Dazu später mehr als erstes müssen wir gucken, wie kriegen wir es installiert. Und dazu gehen wir hier unten auf Get It Started. Und jeder von euch, der Atom noch nicht nutzt, der bei irgendeinem anderen Code Editor gefangen ist, der sollte jetzt wechseln und hier einfach Atom installieren. Ich kann es nur empfehlen. Ich nutze es seit einiger Zeit und bin echt begeistert. Das nächste, was wir machen müssen, ist Install Teletype. Das Ganze werden wir jetzt einfach mal als erste Version machen. Und zwar gehe ich hier einfach in die Settings. Hier oben sieht man jetzt bei mir das nicht. Wenn ich allerdings Alt drücke, dann sieht man hier oben die Leiste über File, über Settings oder über Komma, äh, Steuerung Komma, könnt ihr die Settings. Hier geht ihr auf Install und gebt einfach Teletype ein. Habe ich in diesem Fall schon gemacht. das heißt man drückt hier einfach auf Installieren und in diesem Fall installiert sich einfach das Tool. Das Ganze passiert vollautomatisch. Ihr müsst nichts weiter einstellen, ihr müsst nichts weiter machen. Und in diesem Fall passiert jetzt einfach mal ein kleines bisschen Magic und ich öffne Atom zweimal. So und schon haben wir Atom zweimal geöffnet. Das Ganze ist natürlich jetzt nur als Beispiel gedacht. Normal sollte man das nicht am selben PC zweimal verwenden, sondern auf verschiedenen Rechnern, eventuell in verschiedenen Ländern oder Städten. Auf jeden Fall in einer räumlichen Differenz. Und zwar hat man jetzt hier unten ein neues Icon zu bekommen. Also hier einfach dieser kleine ja, Sendemast im Prinzip und hier drücke ich jetzt einfach mal auf drauf und hier kann ich entweder ein Portal also Join a Portal oder Share. Wenn ich jetzt eine neue Datei anlege, zum Beispiel mit Steuerung N, lege ich jetzt einfach meine antitel Datei an und schreibe hier Hallo rein. So jetzt überlege ich, hey mein Kumpel, ähm, der soll mir mal eben erklären, wie ich jetzt eine bestimmte Funktion hier einbaue, die ich vielleicht noch nicht versucht kann oder wo ich Probleme mit habe. Da kann ich jetzt sagen, okay, hey ich möchte ihm jetzt diese Datei teilen im Prinzip. Drücke hier einfach auf Share, drücke auf Copy und gehe in meinem anderen Programm beziehungsweise übermittelt das jetzt meinem Kumpel über WhatsApp, über Skype, über Slack oder eine andere Form über E-Mail und er kann einfach bei sich unten auf den kleinen Sendemas gehen und join the portal und im Prinzip dem hier einfach joinen. Das nächste, was passiert, ist: Hey, hier oben wurde ist es ist jemand hinzugekommen und ich bin hier auch und ich kann jetzt einfach hier sagen: Okay, wie geht es dir? Und ich habe hier einen Cursor. Wenn ich hier drin bin, habe ich einen grünen Cursor und kann jetzt einfach sagen: Hallo, mir geht es gut. Punkt. Das heißt, ich habe zwei Cursor und ich kann damit jetzt gemeinsam gleichzeitig in Echtzeit am selben Code arbeiten. Und das Schöne ist, es funktioniert nicht nur so gut in Echtzeit, weil ich am selben Rechner das Dokument zweimal geöffnet habe sondern es funktioniert einfach wirklich, wirklich extrem gut. Ab und zu bei sehr großen Dateien kann es passieren, dass es so kleine Syntaxfunktionen oder Synchronisationsprobleme gibt. Ähm, auch haben wir das festgestellt und testen mit ein paar Freunden, dass man, wenn man mit mehreren Leuten daran arbeitet, dass es auch teilweise ein bisschen noch an Synchronisation hapert, aber das ist nichts Weltbewegendes und das schiebe ich einfach mal komplett auf die Beta-Phase. Ich glaube, später funktioniert das richtig gut. Und ihr könnt euch ja beispielsweise vorstellen, was man hiermit machen kann. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, als äh, ja, Klammern Spieler 1 kann ich sagen, ich will jetzt eine HTML-Datei schreiben. Und dann kann hier der andere sagen: Okay, ich möchte aber hier ähm, davor noch einen Kommentar schreiben, zum Beispiel. Was heißt, man kann einfach gemeinsam an einer Datei arbeiten, ohne dass man sich gegenseitig stört. Und man weiß, man sieht exakt in Echtzeit, was der andere gerade tut. Wenn man zum Beispiel gemeinsam an einem Problem sitzt, zum Beispiel einem Bug, über, ja, über eine größere Distanz, da muss man nicht extra drei verschiedene Gits aufmachen mit verschiedenen Benches, sondern man kann einfach direkt in Echtzeit an dem Bug arbeiten und die Klammern, gedankliche Leistung von mehreren Usern nutzen. Also für sowas stelle ich mir diese Funktion eigentlich wirklich gut vor und daher kann ich nur empfehlen, wenn ihr im Team arbeitet, versucht es einfach mal. Es macht ganz schön viel Spaß damit. So, das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Wenn ihr Fragen, Probleme habt oder einfach auf dem Laufenden bleiben wollt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Oder da findet ihr auch Links zu zum Beispiel Amazon Affiliate, wenn ihr diesen Channel einfach ein bisschen unterstützen wollt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Ciao!